Schraube jetzt hochdrehen. Ja, ganz toll. Kack. Ja, gut. Der sieht cool aus, ne? Ja, super. Oh, das ist ganz toll. Das ist ganz prima. Richtig gut. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Mittwoch. Ich bin mit den Hunden unterwegs, alleine. Und das wird jetzt öfter vorkommen, denn heute ist erster Kita-Tag. Und ja, wenn alles so klappt, dann sehen wir uns jetzt öfter alleine früh. Und ich habe jetzt wieder mehr Nerven und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, um mein Zeug zu machen. Halte ich euch auf dem Laufenden. Ich bin gespannt, wie das mit den ganzen Krankheiten wird. Uns hat es nämlich kurz vor der Kita beide wieder erwischt. Das Kind natürlich nur mit laufender Nase. Ich lag wieder einen Tag komplett flach, wie es irgendwie immer so ist. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt mit den ganzen Kita-Keimen wird. Aber gut. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt laufen wird. Und auch jetzt, wie jetzt die Ausbildung vorangeht. Ach, ich freue mich so drauf, endlich in der Ausbildung richtig loslegen zu können. Bitte, ich hoffe so, dass ich nicht so oft krank sein werde. Ja. Klasse, gut. Ich glaube, den zwei Damen hier wird es auch sehr gut gefallen, dass ich jetzt wieder da bin. Nila, rechts. Rechts. Upsi, wo bist du da? Ja, also ich denke auch wir freuen, also auch die Mädels und ich, wir freuen uns jetzt auf unsere entspannten Hunderunden. Ich habe jetzt wieder den vollen Fokus auf die Damen. Die haben das gut gemacht. Aber ja, man merkte einfach, dass da gewisse Defizite in meinen Jahren davor im Training da sind. Nämlich das Thema, ich bin mal nicht mit der Aufmerksamkeit bei euch und ihr kommt damit klar und macht nicht die ganze Zeit irgendwas, was ich blöd finde. Das habe ich tatsächlich zu wenig gemacht. Na, auch generell, wenn wir auf der Wiese waren und das Rumsitzen, das ist was, das hätte ich halt einfach von Anfang an mehr machen müssen. Aber zu meiner Verteidigung, ich habe es halt die ersten Jahre auch einfach nie gebraucht. Ich wollte einen Sporthund mit Anila, mit der ich was machen kann, die motiviert ist, das war sie auch. Und ja, ich hatte den vollen Fokus unterwegs und habe auch ständig Fokus von ihnen abverlangt. Also ständig nicht, aber halt relativ häufig, ne? Wir haben ja immer wieder zwischendurch was gemacht. Nicht nur Obedience, sondern halt eben dann auch mal Schlüsselaufgaben und was weiß ich und keine Ahnung. Aber halt selten uns mal irgendwo hingesetzt und nichts getan. Tack. Ja, und das fehlende Nichtstun, das fehlt halt einfach, das merkt man. Naja, also als Tipp an euch, wenn ihr irgendwann vorhabt, ein Kind zu bekommen und euer Hund ist noch nicht so gut darin, draußen Geduld zu haben und mal zu chillen und abzuwarten, könntet ihr das üben. Das ist wirklich sehr hilfreich. Nila zur Seite. Ach Leute, ich sag's euch, dieses Jahr ist einfach der Wurm drin. Ich habe jetzt gerade für Anila einen Tierarzttermin gemacht. Für den Freitag vielleicht, ich bin mir noch unsicher, ob ich nicht doch noch meinen anderen Tierarzt anrufe und eher gehe, weil die hat einen Zahn, der mir nicht so gefällt. Dieses Jahr sind es einfach die Zähne und es ist einfach krass. Naja, wir sind auf jeden Fall wieder beim Tierarzt, diesmal mit dieser Madame. Hallo, willkommen am nächsten Tag. Ich habe gestern dann nochmal bei einem anderen Tierarzt angerufen und habe versucht, einen schnelleren Termin zu bekommen. Sprich, ich war heute mit der Anila schon beim Tierarzt und die hat gesagt, also ich habe auf jeden Fall Antibiotikum mitbekommen, also der Zahn sieht nicht so gut aus. Und da muss auch auf jeden Fall ein Röntgen gemacht werden. Oh, gute Maus. Super fein. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt überlegen, ob ich bei der anderen Klinik, wo ich sonst nicht bin, Montag den Termin wahrnehme. Ich bin halt noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen, ne? Die andere Klinik kenne ich halt, ich kenne das Personal, die, also so, wo wir sonst sind. Und die kennen auch schon die Anila, die haben die ja operiert beim letzten Mal, wo die Mischleiste entnommen haben.
Und die haben aber erst nächste Woche Donnerstag einen Termin frei. Ich habe jetzt Antibiotikum mitbekommen für die Anila, aber dann muss ich halt zum Tierarzt gehen, den ich halt nicht so gut kenne und die Anila natürlich noch nicht kennen. Obwohl das jetzt natürlich nicht so eine Katastrophe ist, ne? Also wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich den Termin am Montag nehme. Naja, ich werde euch nochmal... So, Meldung von uns. Am Montag ist OP-Termin. Habe ich jetzt gestern noch ausgemacht. Ein Fahrrad. Nila, bleib. Ja, sehe ich lecken, ne? Ja, also ich kann jetzt den Zahn noch ein bisschen besser sehen und es sieht aus, als wäre da irgendwie in der Mitte gebrochen. Und ja, ich denke schon, dass der raus muss. Sieht nicht so gut aus. Also ich gucke es mir jetzt auch nicht super genau an, weil ihr das halt unangenehm ist. Und ja, ich kann ja eh nichts machen, außer gucken. Und das sollen ja die Tierärzte machen. Wie dem auch sei. Wir gehen jetzt unsere Runde. Anila ist auch gerade wieder so ein bisschen pissig bei Hunden. Aber ist ja auch völlig verständlich, wenn sie da Schmerzen hat oder ihr es unangenehm ist, dann ist klar, dass sie da nicht so Bock hat auf noch mehr Stress. So, nee? Da bei uns heute gerade schlechtes, richtig ekliges, nasses Wetter ist und wir erst am Nachmittag rausgehen wollen, mache ich mit dem Kind jetzt zusammen für die Anila eine Futterlandschaft. Warte, jetzt müssen wir erstmal alles verteilen. Guck mal, wir können auch hier ein Papier nehmen, warte. Legst du mal 1, 2, 3 hier auf das Papier, bitte. Ja, Mama legt auch noch welche drauf. Dann können wir das hier ein bisschen rollern. Jetzt wirst du nie wieder die solche Bezüge anfassen. Oder die Abdeckung. Das sah lustig aus, ne? Auto und ich darf jetzt die Anila gleich auch wieder abholen. Ich erzähle dann später nochmal, ich durfte nämlich diesmal auch bei der Narkose mit dabei sein, also wo sie in Narkose gelegt habt, erzähle ich dann nochmal, wie das so war. Und ja, ich fahre jetzt gleich los, sie zu holen. Die haben nämlich gesagt, die liegt nicht so gut in Narkose. Und ja, es ist gut, wenn ich dabei bin. Und jetzt habe ich quasi das Kind zu Hause gelassen, Mittagsschlaf weitermachen lassen. Zum Glück ist der Papa zu Hause. Sonst wäre das jetzt ja alles gar nicht möglich. Also echt. Ich bin so froh, dass das bei uns so funktioniert. Ja, und dann kann ich auch ohne Kind hin. Bin gespannt. Oh. Thank you.
Hier lang. Gut. Willkommen am Dienstag, am Tag danach. Kurz ein Update. Der Anila geht's blendend. Zum Glück, freue mich sehr. Und ich erzähle euch jetzt gleich noch, was gestern so vorgefallen ist. Ja, also ich glaube, so die Bedingungen für die ganze OP, die waren halt nicht so optimal. Zum einen halt, wie gesagt, der Tierarzt, bei dem war, also es ist im Endeffekt egal, bei welchem Tierarzt wir sind, Anila regt sich überall auf, aber bei einem neuen, denke ich mal, ist es vielleicht noch ein Ticken mehr. Dann hatten die gestern, bevor unsere OP anstand, einen Notfall und da war natürlich alles ein bisschen durcheinander, ein bisschen, ja, hat auch alles lang gedauert mit dem Warten und so und das ist halt immer nicht ganz so gut, weil die Anila sich natürlich dann mit der Zeit auch wahlweise mehr reinsteigert. Also ich habe dann draußen gewartet, da war es okay. Sie trotzdem gefiebt, aber nicht so extrem wie drin. Aber wir mussten dann auch drin zwischendrin immer mal wieder längere Zeit warten. Und da hat sie natürlich auch Stress. Das ist jetzt nicht so unbedingt optimal von der Operation. Also ich wurde dann quasi aus dem OP angerufen. Plan war, dass alle Zähne rauskommen, die schlecht aussehen. Neben natürlich dem Zahn, der Probleme gemacht hatte und die hat schon gesagt, also weil wir da nochmal reingeguckt hatten ins Maul vor der OP, hat es auch gesagt, ja, muss auf jeden Fall was gemacht werden. Und dann hat sie angerufen, hat er gesagt, dass das quasi ein Schaden ist zwischen zwei Zähnen. Zum einen zwischen dem großen Reißzahn hinten und dem kleineren davor. Und dass der kleine, von dem geht das halt aus, dass der schlechte Zahn, und da kam der Eiter her. Der war schon die eine Wurzelseite quasi locker. Den haben sie rausgemacht. Und der andere sah halt auch im Zahnröntgen, hatte der so eine leichte Beschädigung. Und die hätte sich den gerne angeguckt. Die hat aber gesagt, dass die Narkose echt nicht gut lief. Die hat gemeint, die hat nicht selbstständig geatmet. Und das ist schon wieder so, hat mich dann doch gestern ein bisschen beschäftigt, weil ich bin so froh, dass ich dann in einer... Nila! Ah, ah! Jawolli! Bin so froh, dass ich in eine gut ausgestattete Klinik gegangen bin, weil, ja, wenn sowas halt nicht auffällt, dann ist es schnell mal zu Ende. Ja, und die mussten halt die ganze Zeit die Anila manuell beatmen und wie gesagt, die Narkose war halt nicht so stabil. Und er hat gesagt, wenn das nie gewesen wäre, hätte sie sich gerne noch den anderen Zahn angeguckt. Aber dadurch, dass die Narkose so bescheiden lief, hat sie gemeint, nee,
lass mal drinne, versuchen das irgendwie abzudecken, dass halt, also ihr war es halt einfach wichtig, dass der Hund dann schnell wieder aus Narkose rauskommt, bevor noch irgendwas passiert. Und sie hat mir das dann so erzählt und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass sie so ein bisschen damit gerechnet hat, dass ich jetzt gleich irgendwie rummecker oder dass ich nicht zufrieden bin oder sowas, keine Ahnung. Aber meine Meinung ist da, beziehungsweise ich hatte da einfach das Gefühl, nee, die haben das ihr Bestmögliches getan, die können nichts dafür, wenn bei dem Hund die Narkose an dem Tag mal nicht läuft, glaube ich zumindest. Weil, ja, und was sollen sie machen? Und dann ist mir das lieber, die holen die aus der Narkose raus und ja, aber das, wie gesagt, ich weiß halt das Grundproblem dahinter, weil wenn der Zahn dann in einem Jahr wieder, wenn der andere Zahn dann quasi in einem Jahr Probleme macht, dann stehen wir wieder vor einem neuen Problem, aber was willst du machen, ne? Kannst halt nie alles immer im Griff haben. Dann bin ich sicherlich auch bei Narkose jetzt nicht mehr so entspannt nach dem Trauma. Ich meine, ich habe extra nachgefragt, die haben gesagt, das kann beim nächsten Mal aber auch wieder besser laufen. Das muss nicht unbedingt jetzt immer so sein. Aber cool ist es natürlich nicht. Ja, naja, also ich hoffe einfach, dass das mit den Zähnen jetzt war und dass der andere sich beruhigt und keine Ahnung, da jetzt nichts mehr passiert. Ja, das Wichtigste ist, dass sie gestern aufgewacht ist, dass sie bei mir wieder ist, dass sie jetzt wieder fit ist. Und alles andere muss man auf uns zukommen lassen, ne? Kann man jetzt eh nie ändern. Ja, aber wie gesagt, sie ist jetzt wieder putzmunter. Gestern war sie sehr, sehr hungrig. Oh, ein Fischreier. Tack! Super, Abby! Tack! Ja, gut! Der sieht cool aus, ne? Habe ich euch schon mal die Story erzählt, dass die Abby vor Jahren, wo sie klein war, auf einen zugefrorenen See gerannt ist, weil da ein Graureiher war? Ja, ja. Du bist ein kleiner Jagdhund, ne? Hier. Klasse, Anila. Gott. Ja, aber für mein Empfinden ist die Anila schon heute besser drauf als die letzten zwei Tage. Da hat sie wirklich wieder fast jeden Hund angebellt. Aber ja, ich habe mir dann auch gedacht, sehr logisch, wenn man Zahnschmerzen hat, da hat man jetzt nicht so Bock auf Konflikte oder auf Stress oder so. Und die hatte einfach null Bock auf Hundekontakt und hat dann wirklich fast jeden Hund verbellt, außer es war genug Platz. Ja. Steht er noch? Da hinten steht er. Man wird es bestimmt nicht sehen auf der Kamera. Jetzt fliegt er. Ui. Super cool. Weil wir die einfach da oben in diesem Baumland sitzen können. Die sehen so riesig aus, aber die werden so leicht sein. Naja. Ja, und wofür ich natürlich auch dankbar bin, nochmal zu gestern, ist, dass mein Freund die ganze Zeit das Kind übernommen hat in der Zeit. Weil, das habe ich ja gerade, muss ich ja nochmal erwähnen, ich war ja das erste Mal dabei beim Einschlafen und beim Aufwachen. Das geht ja leider in meiner Praxis immer nicht. Ja, ich kann jetzt tatsächlich aber nicht so richtig sagen, ob es besser oder schlechter ist, weil ich ja nicht weiß, wie die Anila ist, wenn ich nicht dabei bin. Aber ich weiß nur, wo ich denn gestern kam zum Aufwachen, lag sie relativ entspannt in ihrer Box. Und dann kam ich und sie hat mich geschnuppert und dann war sie gleich so, du bist da und hat sich halt gleich ein bisschen aufgeregt. Ja, weiß ich nicht, ob die da entspannter gewesen wäre, wenn ich einfach nicht da gewesen wäre. Keine Ahnung. Das kann ich halt nicht einschätzen. Da sind mir dann gestern auch die Tränen gekommen, wo sie die an Narkose gelegt haben, weil es einfach nicht schön ist. Ich kann das einfach nicht ab. Ich meine, es ist ja nichts Schlimmes und es ist ja auch schön, dass ich dabei bin und so. Und das ist ja auch alles richtig. Aber ich habe sofort diese Gedanken im Kopf. So muss das dann sein, wenn die eingeschläfert werden. Oder dann kommen natürlich auch automatisch so Gedanken, stell dir vor, das war jetzt das letzte Mal, dass du deinen Hund im Arm hattest, weil in der Narkose irgendwas passiert oder so. Und das ist halt schon echt, das ist schon echt mies. Ja, aber es ging, es war okay. Ich habe mir dann immer wieder gesagt, nein, alles gut, die Anila schafft das.
sie hat es ja auch geschafft. Es war mit Komplikationen, aber sie hat es geschafft. Herzlich willkommen zu diesem Samstag. Ich sitze im Auto, wie man sieht, und wir sind gerade bei meinem Papa angekommen. Ich habe noch gar nicht erzählt, dass heute das Wochenende ist, wo wir den kleinen Hundewelpen kennenlernen. Hey! Ich hoffe, ich kann ein bisschen mitfühlen. Hallo, kleines Mäuse. Hallo, kleines Mäuse. Na? Super. Ein und ein kleines. Ja, super. Oh, das ist ganz toll. Das ist ganz prima. Das ist ganz prima. Richtig gut. Ja, das ist ganz prima. Ja. Na super. Na super. Na hi. Na hi. Hallo Fritzi. Hallo kleine Fritzi. Na schau mal. Ja, super. Prima. Hallo kleine Fritzi. Hallo kleine Fritzi. Willst du mal pullern gehen? Komm, ich mach dir mal eine Leine dran. Ich mach dir mal kurz die Leine dran. Uiuiuiui. Ach, so ein feines Baby. Ja, so ein feines Baby. So. Komm hier. Geh mal Pipi machen. Bist du aufgeregt, ne? Eine Kamera. So ist prima. Toll! So ist toll! Prima. So, wir machen jetzt erstmal Kennenlernen mit Anila und Hund. Aber schön auf Abstand. Nila! Nila! Klasse. Kommt ihr? Ja. Prima, gut. Jupp. Klasse, gut. Jupp. Super. Ach, eine tolle, gute Maus. Prima, gut. Jupp. Super. Prima. Gut. Reingemacht. Kipp. Super. Prima, gut. Kipp. Super, klasse. Kipp. Super, klasse. Prima. Super. Richtig gut. Jupp, Nila. Jupp, super. Prima. Jupp. Oh, ein tolle. Prima, gut. Jupp, super, prima. Jupp, super. Jupp. Prima. Klasse, prima. Machen wir gleich, okay? Stehen bleiben, ich nähere mich langsam an.
Ja, was macht er denn, der Salmatina, hä? Mini-Kontakt, die muss halt sehen, dass er hinten nicht macht. Das ist da eigentlich schon wieder langweilig. Okay. Ja, die ist jetzt ganz schön runtergefahren. Ja, ja, klar. Lang. Die Anila. Lang. Nela, du spielst doch gerade Schleppleine, hä? Anila! Anila! Das ist gar nicht. Jetzt die lang. Sie denken, weil die hier kleiner ist, dass sie jetzt hier durchdrehen muss. Ne? Liebe ist mutig oder übermütig? Ja, das ist halt das Ding, deswegen habe ich dann auch manchmal die Anila gerne dabei, weil sie dann ja dazwischen geht. Sanyang. Ich kann mir überlegen, ob es besser wäre, die Anila. Du lässt aber die Fritzi erstmal bitte in Ruhe. Gut. Ja, die Abby findest du cooler, ne? Ich würde die Abby abmachen, weil ja, die ist. Macht die ist. Und was ihre Meinung sagt, wenn ihr was nicht passt. Was soll der Possen da hinter mir? Du hast schon genau gecheckt. Es ist dieser gruselige Hund dazwischen. Ja, wie du sie reinlässt. Na komm. So, das war's jetzt mit dem neuen Vlog. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, die kleine Fritzi kennenzulernen. Sicherlich wird es die ab und zu auch mal noch zu sehen geben. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich entwickelt. Leider wohnen wir etwas auseinander. Das heißt, ich habe jetzt leider nicht so die Möglichkeit, ständig hinzufahren und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Tue aber da mein Bestes, um meine Eltern da in irgendeiner Weise zu begleiten. Genau. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Oder abonniert den Kanal, wenn ihr keine Fritzis mehr verpassen wollt. Oder Abbys oder Anilas oder Zeldas. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao.